Professor. Deshalb sehen Sie hier einen der letzten überlebenden Mitarbeiter von Pasolini. Das ist alles Quatsch. Erstens mal bin ich nicht einer der letzten. Zweitens bin ich kein Mitarbeiter gewesen. Da steht irgendwie Mitstreiter oder irgendwas Schwerfälliges. Ich hab ihn gekannt. Basta. Ja. Und ich möchte erstmal mich bedanken, wenn ich das so gehört. Ich heiße Gideon Bachmann, das ist der andere. Enslin. Felix Enslin. Felix Enslin. Und ich wollte mich bedanken bei Karl-Heinz Delvo, der das alles hervorgezaubert hat, diesen ganzen Abend, und mich hierher gelotst und mit dieser Realität erneut konfrontiert hat, die ich jeden Tag in jedem Bahnhof in Deutschland sehe und die sich nicht geändert hat. Und die wieder mal beweist, dass das Bewusstsein keine Kraft hat, dass wir alles immer verstehen werden, aber nichts ändern werden. Könnten vielleicht, aber werden ist unwahrscheinlich. Und deshalb lese ich jetzt zum Beispiel das Buch, das gerade erschienen ist, von Gracie, ein Amerikaner, 24/7, ich weiß, das gibt es auch auf Deutsch, und einige von Ihnen werden es gelesen haben, es ist so aktuell, wo genau dasselbe gesagt wird, was in diesem Film gesagt wird, 40 Jahre später. Es wird also wahrscheinlich noch in weiteren 40 Jahren nochmal gesagt werden, es wird immer noch stimmen, wenn es uns noch gibt. Aber ich möchte hier keine tiefschürfende, schwerwiegende, pessimistische Attitüde zutage legen. Mich persönlich stört es schon ein bisschen, dass ich Deutsch reden muss, weil man im Deutschen von alleine schon immer schwerwiegender klingt, als man eigentlich empfindet. Also ich würde es viel lieber auf Italienisch oder Englisch machen. Und auch ein bisschen den Esprit wiederzugeben, der herrschte, während wir diesen Film gedreht haben. Wir, sagte Bachmann, wir, haha, keine Spur, also ich war dabei. Meine Frau war die Standfotografin, und ich wollte ja manchmal sehen, was sie da macht. Also von wegen Mitarbeit und Mitstreiter und so weiter, das ist alles ein bisschen hochtrabend. An der Stelle kann man vielleicht sagen, dass du vielleicht nicht ganz nur da warst, um deine Frau zu begleiten, sondern es war auch ein Filmprojekt, das ihr beide, Pasolini und du, zu dem Zeitpunkt anfänglich diskutiert haben, unter dem Titel Cerco, glaube ich, ich suche. Bevor ich dich danach fragen möchte, was dieses Filmprojekt auf sich hatte oder was eure oder deine Gedanken damals zu diesem geplanten Filmprojekt waren, würde ich gerne mit Hilfe der beiden Schauspieler, die Sie schon gehört haben, dich selbst vorstellen lassen, nicht nur in der Weise, wie du es gerade spontan getan hast, sondern mit Worten aus einem Essay, das du vor ein paar Jahren geschrieben hast, in dem du Das ist das Schlimme, wenn man schreibt, ne? Es kommt immer irgendwo wieder her. Schön wäre es mit dem immer. Dass in ersten Ausschnitten, wir haben am Ende noch auch die Schlusspassage dieses Essays, können wir vielleicht dann auch noch hier hören, indem du dich beschäftigst mit der Frage, sozusagen, ist politisches Filmemachen möglich anhand einer Reflexion über deine eigene Arbeit? Politische. Ich hatte Glück. Als ich mich 1967 aufmachte und mit meinem ersten Dokumentarfilm eine neue Karriere begann, geschah dies in einer Zeit, die geschichtlich sehr bedeutsam werden sollte. Es war eine Zeit,
in der alle möglichen Leute damit anfingen, das Medium des bewegten Bildes zu nutzen, um drängende soziale Anliegen zu thematisieren. Obwohl viele Leute anfingen, so zu arbeiten, war das damals überhaupt nicht einfach. Weder die Form noch der Inhalt waren populär. Es war nicht so, dass Massen von Leuten nach politischem Inhalt gerufen hätten oder Filme sehen wollten, die mit kleinen Kameras gedreht wurden oder Sound hatten, der keinen professionellen Standards entsprach. Darum musste man die Leute mit zwei Dingen gleichzeitig vertraut machen und sowohl eine neue Filmsprache lehren, als auch einen neuen Inhalt. Underground New York habe ich in der Tat in der Version, die vom deutschen Fernsehen gekauft wurde, Protest wofür betitelt, um anzuzeigen, dass es dabei um eine politische Protestbewegung in der Kunst ging, die keine klaren politischen Ziele hatte. Es war mein erster politischer Dokumentarfilm, den ich zu einem Zeitpunkt in meiner Karriere machte, als ich selbst noch fest daran glaubte, dass ein Film nicht nur eine politische Aussage treffen konnte, sondern dass das seine Aufgabe war, dass also Filme gemacht werden sollten, damit sie Leute auf eine politische Art und Weise beeinflussen. Underground New York wurde nach 1968, also dem Jahr, in dem er den Silbernen Bären in Venedig gewann, zu einem Klassiker des dokumentarischen Kinos und des politischen Dokumentarfilms, trotz seiner letztlich negativen Botschaft. Zu diesem Zeitpunkt, als die 1968er Unruhen gerade in die Konformität mündeten, mag der Film selbst zu diesem Niedergang beigetragen haben, indem er den Kritikern entgegen der ursprünglichen Absicht ein Beweisstück an die Hand gab, das sie anführen konnten, um gegen die Verbindung von Politik und Kino zu wettern. Der Film scheiterte also in einem gewissen Sinn. Andererseits wurde die politische Botschaft des Films dem Publikum nicht aufgezwungen. Und in dem Sinne, dass er daran scheiterte, meine politische Botschaft zu vermitteln, wurde er zu einer objektiven künstlerischen Arbeit. Was mir persönlich selbst als Scheitern erschien, machte den Film für das Publikum umso attraktiver. Meine zentrale Frage war, kann ein Film politisch nützlich sein? Kann er soziale Unruhen auslösen? Kann er Menschen zum Handeln motivieren? Ist das Kino wirklich eine Waffe im Kampf für den sozialen Wandel, wie immer angenommen wurde? Oder kann es nur neue Gewohnheiten einführen, neue Moden, neue Obsessionen? Also erstmal vielen Dank, dass ich mich erinnert habe, was für gescheite Dinge ich da gesagt habe, vor langer Zeit. Aber ich stehe dazu und finde auch heute noch, dass Scheitern manchmal ein Erfolg ist, insofern man vermitteln kann, dass es ein Scheitern ist und es auch von anderen als solches erkannt wird. Also irgendwo wird es politisch durch seine entgegengesetzte Wirkung derjenigen gegenüber, die man vorhatte. Was ich mit Pierpaolo machen wollte, jetzt bin ich da in eine Falle getreten, wegen Pierpaolo. In Rom gibt es einen Witz, der sagt, nach der Beerdigung von Pasolini sprachen alle von ihm plötzlich als Pierpaolo. Als ob sie ihn alle gut gekannt hatten, aber es stimmt, man hat ihn so genannt. Wenn man ihn rufen musste von Weitem, sagt er auch manchmal Paolo. Paolo zu sagen, auf lange Distanz. Diese Erkenntnis, dass man als Künstler, der vorgibt oder der hofft, äußert sich, outside of himself. Außerhalb seiner selbst. Außerhalb seiner selbst eine Wirkung zu haben, die über das emotive Empfinden des Moments hinausgeht, der also eine gedankliche Wirkung erzeugt, ist eine bürgerliche Pretension,
how do you say that in German? Anmaßung. Eine Anmaßung, der viele sehr gute Autoren zum Opfer gefallen sind und an der sie auch oft gescheitert sind. Und das Kuriose an Rückblicken, so wie das hier, oder was ihr da von mir gelesen habt und so weiter, ist, dass es genau in dieses Fettnäpfchen tritt. Für sich selbst das Gefühl eines Erfolges erzeugt zu haben, auf das man stolz sein kann, ohne jegliche Wirkung, ohne dass sich irgendwie irgendwo bei irgendjemand jegliche Wirkung eingestellt hätte als Resultat deiner Arbeit. Das ist eine grundsätzliche Frage für heute, denn was wir heute Abend machen, ist ja auch so ein Ding, wo Karl-Heinz hofft, eine Aktualisierung dieser Problematiken, dieser Problematik und dieser, kann man Problematiken sagen, gibt es eine Mehrzahl? Ja, inzwischen schon. herbeizuführen. Und natürlich auch hier von einem wohlmeinenden Publikum umgeben ist, die alle sagen werden, ja, es wird ihm gelingen. Ich glaube das nicht. Ich glaube überhaupt nicht, dass die Welt gerettet werden kann. Ich habe nicht die geringste Zuversicht in unsere Zukunft als denkende Viecher und empfinde es als Wunder, dass es immer noch so viele gibt, die das denken. Die denken. Was ich damals mit Pasolini machen wollte, um präzise auf deine Frage einzugehen, war so etwas Ähnliches, wie ich jetzt gerade versucht habe, so amateurisch zu skizzieren. Nämlich sollte das Bild eines Menschen entstehen. Ich meine, es entstand, es gab es ja. Er saß ja da vor mir. Im Grunde brauchte ich eigentlich gar nichts zu machen. Es wäre genug gewesen, mit ihm bei L'Escargot in dem Garten zu sitzen, in dem Restaurant, wo wir oft gegessen haben, und hinzugucken. Aber sagen wir mal, meine in diesem Artikel übrigens sehr, sehr gut zum Ausdruck gebrachte Selbsthochschätzung, ja, als Mechaniker des Fortschritts wirken zu können, sollte in diesem Film ausgedrückt werden. Das heißt, ich wollte einen Film machen über einen nutzlosen Versuch eines intelligenten italienischen Intellektuellen von heute, etwas zustande zu bringen, was in der Welt einen Daumenabdruck hinterlässt oder irgendwas zur Bewegung bringt. Und der Umstand, dass das nicht zustande kam und wie das passierte, passt genau in den Film, wenn ich ihn gemacht hätte. Das wäre nämlich genau das gewesen. Ich hätte nicht gezeigt, dass er ermordet wird. Aber ehrlich gesagt, was hätte er denn sonst noch machen können? Stellt euch mal diese Frage nach diesem Film. Was hätte Pasolini jetzt noch machen können? Ich meine, Pasolini ist zum richtigen Moment gestorben. Er hat Glück gehabt, dass er so gestorben ist mit diesem Mord. Das trägt alles zu dem Mythos bei. Das verschärft seine Botschaft. Das gibt Karl-Heinz die Möglichkeit, heute hier diesen Abend zu veranstalten. Also der Film sollte Cerco heißen, also ich suche. Mit anderen Worten, es bedeutete schon ein Nicht-Finden. Ja,
Das heißt, er sollte ihn verfolgen auf der Suche nach dem, was er bewirken wollte, aber auch gleichzeitig in der Präsenz, cerco non cercavo, festgenagelt werden. Ja? Er sei noch dabei. Und da er nicht mehr dabei ist, habe ich den Film irgendwie gemacht. Es ist, als ob ich ihn gemacht hätte. Es gibt, wenn Sie genau hingucken, eigentlich zwei Arten von Filmen. Es gibt Filme, die ich pre-cameratic nenne, also Filme, wo irgendetwas aufgebaut wird, gespielt, hergestellt und dann abgefilmt. Da kann man auch gleich ins Theater gehen. Aber im Grunde genommen entsteht der Film schon bevor die Kamera ins Spiel kommt. Und post-cameratic sind also die Filme, die nur existieren, wenn sie aufgenommen sind. Und die eigentlich, das sind dann normalerweise die Filmkunstwerke, weil sie ohne die Kamera nicht existieren könnten. Und in diesem Filmsalon ist es im Grunde genommen ein pre-cameratic example. Denn hier es wird alles vor der Kamera aufgebaut, hergestellt und dann abgefilmt. Es gibt keine wunderbare Kamerafahrten, keine Dissolves, keine Farbeffekte, nichts. Ich meine, kinematografisch gesehen ist der Film null. Es ist alles inszenierte Leistungen. Im Grunde genommen ist es Theater. Im Grunde genommen ist Salon abgefilmtes Theater. Lassen wir mal den Pasolini weg, gehen direkt zu dem Schlussteil deines Essays über die Frage, ob politisches Filmemachen möglich ist. Und dann würde ich die drei anderen bitten, dass sie sich immer mal richten. Und da habe ich was Gescheites dazu gesagt? Das werden wir jetzt gleich feststellen. Wenn Sie das verstehen. Der Dokumentarfilm Cinema is not a Molotov Cocktail enthält entsprechend einige Unterhaltungen mit Filmemachern, die zumindest bis zu diesem Zeitpunkt überzeugt davon waren, dass Filme ein wichtiges politisches Instrument sein können. Aber es stellte sich auch schnell heraus, dass es ihnen nicht möglich war, zu beschreiben, auf welche Weise Filme ein solches Werkzeug werden könnten. Sie hatten darauf so wenig eine Antwort, wie die Filmemacher des New Yorker Underground eine gehabt hatten. War meine Ausgangsfrage vielleicht einfach naiv gewesen? Auch wenn ich mir nicht eingestehen wollte, dass ich eine naive Frage gestellt hatte, so wurde mir doch deutlich, dass die Dinge komplexer gesehen werden mussten. Natürlich konnten Filme politische Werkzeuge sein, aber sie konnten nicht unmittelbar politische Aktionen auslösen. Worin dann bestand ihr Zweck? Wir müssen sie nicht machen, um damit Leute von Ideen zu überzeugen, von denen sie bereits überzeugt sind. Und wahrscheinlich konnten wir mit ihrer Hilfe auch nicht andere Menschen dazu bewegen, Haltungen zu ändern, die den unseren entgegengesetzt waren. Was also konnten wir tun? Warum weiter Filme aus einer politischen Perspektive heraus machen? Tatsächlich ist jeder Dokumentarfilm teilweise auch Fiktion. Auf diese Weise wird er ein Teil der Fantasiewelt des Kinos zum Bestandteil der menschlichen Tradition des Erfindens und hat Anteil an der Kreativität, die uns zu Menschen macht. Ich habe eine Antwort gefunden. In ihr destillieren sich viele Repliken, viele Versuche, darunter erfolgreiche und gescheiterte und auch einige Desaster historischen Ausmaßes. Es ist eine Formel, mit der sich mein Dilemma auflösen lässt. Ein Funke, der anzeigt, wofür sich der ganze Aufwand lohnt. Ich glaube nicht mehr daran, dass Filme eine politische Wirkung haben können. Sie sind in der Tat kein Molotow-Cocktail. Sie überzeugen auch nicht diejenigen, die noch nicht überzeugt sind. Filme können genau eines: dafür sorgen,
dass diejenigen, die schon auf unserer Seite stehen, sich weniger einsam fühlen. Der Mensch ist von Natur aus kein Einzelkämpfer. Wir sind keine Helden auf schnellen Pferden, sind nicht Alexander der Große, der ganz alleine die Welt erobert, und keine einsamen Propheten auf Bergspitzen. Wir brauchen uns gegenseitig. Und das ist, was politische Filme leisten können, uns das Gefühl geben, dass wir nicht alleine sind da draußen im Sturm, dass jemand unsere Sicht teilt. Film kann Solidarität ermöglichen. Thank you.